Klaus Klaffenböck. Servus. Ja. Jetzt sehe ich dich da in Schwanenstadt. Du bist ja mittlerweile, glaube ich, dreimaliger DT-Sieger auf der Isle of Man, oder? Dreimal, ja, ganz genau. 2010 und 2011 haben wir insgesamt dreimal die TT gewonnen. Nein, 2011, wo ich das letzte Mal gewonnen habe, habe ich es dann lassen. Okay. Ja. Ist er dann doch zu riskant worden? Ja, das Ziel war immer, einmal die TT zu gewinnen. Ja, 2010 haben wir es zweimal gewonnen. Da haben wir gedacht, ja, man muss schon noch zurückkommen, man muss ihnen zeigen, dass es nicht nur ein einmaliger Auftritt war. Und dann haben wir 2011 nur einmal gewonnen und dann war es erledigt. Luft draußen und dann, es war mit Sicherheit das Schönste, was ich gemacht habe in meinem Leben. Ja, aber auch das Gefährlichste. Schon, oder? Ja. Du, und ich meine, du bist ja vorher Weltmeister gewesen, einmal oder zweimal? Einmal. Einmal bist du Weltmeister gewesen und dann ist natürlich der Schritt auf diese Isle of Man, das ist ja so, das ist ein anderer Rennsport, weil da fährt ja wirklich, da fährt nicht nur eine schwere Verletzung mit, sondern da fährt der Tod mit unter Umständen, aber das muss man ganz, ganz offen und ehrlich so sagen und das Risiko ist einem aber schon bewusst, oder? Ja, nachdem wir Weltmeister waren, das war so Luft draußen, Weltmeister, Luft draußen. Dann haben wir ja nur zwei Jahre angehängt, zweimal Zweiter geworden. Und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Und die TT ist mir immer so im Hinterkopf hin und haben wir umgeschwirrt. Dann haben wir gedacht, ja, probieren wir das mit der TT. War natürlich eine neue Herausforderung, neues Chassis. Man braucht spezielle Motorräder von dort. Also die Motorräder, die wir in der WM gefahren sind, kann man dort nicht fahren. Das war die erste Hürde, dass wir zu sowas gekommen sind. Und dann sind wir da hingekommen. Ja, wie soll man sagen, ein bisschen großkotzig, wie wir in Österreich sagen. Der Weltmeister ist da, da fahren wir jetzt schnell und das gewinnen wir und dann haben wir das auch in der Tasche. Ja, die Welt hat dann ganz anders ausgeschaut. Ich kann mich nur ganz genau erinnern, wir sind die erste Runde gefahren und nach einer halben Runde, was ja dann mittlerweile schon 30 Kilometer sind, die halbe Runde, habe ich mir gedacht, nein, das ist nichts. Das ist nichts für mich, das kann ich nicht tun. Und dann halt noch, fahren wir zurück und packen wir ein und fahren wir heim. Ne? Dann zurück zur Stadt Zöhl, dann haben wir gedacht, naja, jetzt einpacken, das ist auch nichts. Probieren wir noch eine Runde. Und von da an ist das einfach geehrt worden. Und ich muss sagen, von der ersten Runde auf der Isle of Man bis zur letzten, wo ich gefahren bin, bin ich immer schneller geworden. Jede Runde schneller geworden. Und das ist eigentlich der Weg, den du dort machen musst. Es ist eine eigene Art von Rennfahren dort. Es ist jetzt nicht wie auf einer Rundstrecke, schon alleine, weil du keine Sturzzonen hast, keinen Auslauf und. Weil das alles lang und schnell ist, musst du immer schauen, dass du in Schwung bleibst mit deinem Gerät. Ja. Das heißt, es ist eine andere Fahrerei, wie jetzt auf der Rundstrecke. Wie ist denn also eine Beiwagenmaschine, wie ist denn die motorisiert, so ein Gespann? Also, mit dem wir da jetzt fahren, das ist eben der, mit dem ich die letzte TT gewonnen habe, ist ein 600, hat 600 Kubik, in unserem Fall ein CBR 600 Motor. Mit dem darf man tunen, was halt rausgeht. Und die haben jetzt so irgendwo im Bereich von 130 PS. 130 PS? Ja. Und was heißt da für Spitze? 270 oder? Isle of Man, wenn es ein bisschen bergab geht, bringt es 270 zusammen, ja. Wahnsinn. Auf der Landstraße. Und was ich mir oft gefragt habe, dieser Beifahrer, den Ruhm kriegt ja immer der Fahrer, das ist so, den Ruhm kriegt eigentlich der Fahrer, das muss man ganz objektiv, glaube ich, muss man so sagen, aber der Beifahrer, der erstens muss der, glaube ich, wirklich gut sein und zweitens braucht er ein unendliches Vertrauen zum Fahrer, oder? Das Vertrauen brauchen beide, der Fahrer in den Beifahrer und umgekehrt, natürlich. Ich habe Respekt vor die Burschen da daneben, weil die haben ja nur die zwei Hände, wo sie sich festhalten und sonst nichts. Aber noch mehr Respekt habe ich vor dem, der auf der Isle of Man dann mitfährt, weil der ist, wie der das macht, ist für mich selber ein Rätsel, wie der das macht. Ja. Das ist unglaublich. Aber du wohnst jetzt auf der Isle of Man, oder? Genau, ich bin seit 3 Jahren bin ich auf der Isle of Man und ist eigentlich eine super Sache. Und du hast aber, glaube ich, einmal ein Superbike-WM-Team gehabt, oder? Das Klaffi. Genau, das war noch
nachdem wir in der WM aufgehört haben. Dann war ich mit Honda unterwegs und habe da zuerst ein super Sportteam gehabt in der WM und dann ein super Bike-Team. Ja. Der Barros, glaube ich, ist gefahren für dich sogar. Genau, angefangen haben wir mit Frankie Keely haben wir angefangen in der Superbike-WM, Max Neukirchner und Alex Barros. Und machst du jetzt noch irgendwas im Rennsport? Nein, ich habe nur mehr ein Team auf der Isle of Man, aber auch nur Seitenwagen. Also ich bin zur Einsicht gekommen, dass ich bin ins Dreirad eingeboren und komme von dem nicht mehr weg. Also ich habe mir den Ausflug in die Solo-Szene war irrsinnig lehrreich und wir waren ja auch erfolgreich. Wir haben ja in alle Kategorien, wo wir gefahren sind, Rennen gewonnen. Aber unterm Strich bin ich ein Dreiradmann und das werde ich jetzt wahrscheinlich auch für den Rest meines Lebens bleiben. Super. Du und das Schwanenstadt, ich bin zum ersten Mal da bei diesem Oldtimer Grand Prix, heißt es. Bin wirklich begeistert, weil da sind irrsinnig viele Leute. Man sieht irrsinnig tolle Geräte und es ist eine echte Kapazunder am Start. Bist du da öfter? Also ich war jetzt zumindest die letzten 4 Mal dabei und es wird ja jedes zweite Jahr veranstaltet. Also das heißt, die letzten 8 Jahre war ich dann dabei da, ja. Und ja, es ist eine super Sache. Also wie gesagt, auf der Isle of Man habe ich ja den Freddy Spencer kennengelernt letztes Jahr. Und dann habe ich ihn halt im Winter ich gefragt, ob er nicht einmal Lust hat für sowas, weil ich auch den Herbert Gastinger gut kenne. Der ja 2 Originalgeräte von dem Freddy Spencer hat. Und das Lustige war das, ich habe dem Freddy gesagt, willst du kommen? Er hat gesagt, ja, mit was soll ich fahren? Habe ich gesagt, wir haben 2 Originalgeräte. Nein, das glaube ich nicht. Sag ich, ja, schick mir ein Foto. Schick ihm die Fotos von den 2 Geräten, sagt er, wo kann ich die kaufen? Ich will die haben. Die will ich haben. Ja. Der Herbert hat gesagt, die sind unverkäuflich. Ja, ja, großartig. Hast du jetzt noch einen Lauf? Ja, wir fahren nachher noch einmal ein zweites Training und am Sonntag dann 2 Rennen. So, morgen sind die 2 Rennen. Genau. Du Klaffi, kannst du mir noch ganz kurz ein bisschen was zur Maschine sagen? Das, ja. Das muss ich dann, ich licht es dann ab, aber wenn du mir das mit dem Mikrofon sagen könntest. Was sind die herausragenden, also ich meine davor, das ist ein 600er CBR-Motor. Ja, wir haben ja da ein Gespann, wie er eigentlich in der WM immer noch eingesetzt wird, heute halt jetzt mit 4-Takt-Motor. Das ist mit einem 2-Takter, ja. Aber von der Konstruktion her ist das noch immer das. Wie viel Kubik hat das? Das ist ein 500er, aber 2-Takter. Und jetzt fahren sie mit 1000er 4-Takter in der WM, ja. Und das ist ein Monocoque. Wie du siehst, da ist der Motor hinterm Fahrer. Ja. Und die Variante ist aber auf der Isle of Man nicht erlaubt, eben durch das knierte Chassis, das halt die Strecken halt, das halt die Strecken nicht aus da, ja. Da haben wir eben das ist auch LCR, das ist ein LCR und das ist das F2, sagen sie zu dem, also Formel 2, mit einem 600er Honda Motor in dem Fall, ist Stahlrahmen und konventionelle Schwinge vorne, das sind alles so praktisch Auflagen eben von der TT, Englisch und immer noch traditionsbewusst die Engländer. Und was hat das für ein Gewicht dann? 200 Kilo. Und das da? Das auch 200 Kilo. Beide 200? Ja, 200 Kilo, ja. Und Weltmeister waren bis mit so einem 2-Takter? Genau. Nein, ich bin schon mit einem 4-Takter Weltmeister geworden. Genau. Und in den 1000 Kubik habt ihr aber gehabt? Keine Ahnung. 200. 200? Ja, der 2-Takter hat auch 200 PS da. Und habt ihr da so Traktionskontrolle und sowas schon gehabt oder ganz normal die 1000 PS? Also die 1000 Kubik und die 200 PS? 1000 Kubik, 200 PS ohne Hilfen, weil du das im Seitenwagen im Prinzip nicht brauchst, also Traktionskontrolle. Beim Seitenwagen ist noch immer ein bisschen der Old-Style angesagt, man tut immer nur ein bisschen mit dem Hinterrad mitlenken, weißt du schon, beim Beschleunigen und so. Also da braucht man eigentlich den Wheelspin ein bisschen. Du, was mich jetzt nur interessiert, jetzt bist du vom aktiven Rennsport zurückgetreten, führst ein lässiges Leben auf der Isle of Man, hast so ein Rennteam, aber nachdem du ja gesagt hast, du bist mit so einem Dreiradler irgendwie so verwachsen, fällt dir das nicht, dass du selber Rennen fährst? Nein,
man muss objektiv sein und der Jüngste bin ich auch nicht mehr. Also, und es wird tatsächlich jedes Mal schwieriger, jedes Mal wieder fahren. Und im Kopf hat man ja nur die Stellung, ja, die Vollgasstellung, aber Konzentration und alles wird ein bisschen schwächer. Also es ist kein Spielzeug, so gesehen ist es eine Waffe. Klaffi, es hat super gepasst, ich danke dir sehr. Danke.